in die Masse. Kevin Wolter. Let's go. Das Video losgeht, wirklich eine ganz, ganz wichtige Bitte an euch. Bitte, wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden... Ich habe so Angst vor Kevin Wolter. Hab so Angst vor dem. ...laufenden gehalten werdet, wann neue Videos rauskommen. Wenn ihr immer schön fleißig die Glocke aktiviert, dann tut ihr uns damit wirklich einen Riesengefallen. Dankeschön. Das sind eine Menge Schuhe, Bro. Piss dich! Warum? Oh, mein Face ist ein bisschen kleiner. Ein bisschen hässlich heute. Spätestens jetzt wäre ich gegangen, Alter. Wenn ich sehe, dass Kevin Wolter da wohnt und der schreit, verpiss dich, dann wäre ich raus. Du spielst mit dem Feuer, junger Mann. Komm, alle wollen jetzt das Haus sehen. Na gut. Guck mal rein. 300 Quadratmeter Wohnfläche, nicht schlecht. Schönes Auto habe ich auch, gönn. Willkommen, liebe Freunde! Das ist jetzt die ganze Zeit so, nee, ne? Das ist die ganze Zeit mit diesem Effekt, oder? Ach, Digga, warum? Warum? Das hätte man aber nicht machen müssen, wa? Zu der Touren, der Touren, der Haustouren, der Haustouren, der Touren, Haustouren. Ich bin umgezogen, Freunde. Und ich zeige euch jetzt mal mein neues, schnickes Eigenheim hier. Falls ihr euch fragt, warum ich einen Bademantel, eine Kochiba und eine goldene Rolex anhabe. Weil er Geld hat. Ist halt so. Badezimmer Nummer 1 von 4. Jetzt wird's sehen. Nicht so spannend. Ich erkenne halt nichts, wa? Ich erkenne halt gar nichts wegen dieser scheiß VHS-Effekten. Dann hier die wunderschöne Schuhsammlung. Zeigst du nicht zu. Kommt ein extra Video zu. Besser ist das. Habt ihr euch gewünscht? Bekommt ihr. Komm mit. Komm. So, hier ist das Master Bathroom. Ich erkenne halt nichts, ne? Ich habe noch eine Badewanne oben, ich habe das kleine Badezimmer hier für mich beschlagen, weil ich brauche nur eine Dusche. Mein Badezimmer. Passt Kevin Wolter überhaupt in eine Badewanne, wenn man so breit ist? Mein toller Wandschrank, Spiegel. Kann man aufmachen. So, wieder zu. Da ist er. Er ist verantwortlich dafür, dass das Video so aussieht, wie es aussieht. So dusche ich dann immer. Okay. Also entweder ist dieser Duschkopf massiv klein oder er sieht nur im Vergleich zu Kevin Wolter so klein aus. Wahrscheinlich ist es ein normaler Duschkopf, aber Kevin Wolter ist so breit, dass dieser Duschkopf klein aussieht. Das ist jetzt schon frech, ne? Das ist schon frech, Arman. So, gehen wir mal weiter. Geh du vor. Hab mal. Bevor wir ins Rest des Hauses gehen, zeige ich euch erstmal meinen Keller. Auf Fritzel angelehnt. Der Keller. Bevor wir ins Haus gehen, zeige ich euch erstmal meinen Keller. Mhm. Das ist ganz Besonderes. Man darf nicht vergessen, die Deckenhöhe bei dieser Treppe, Leute, ist 6 Meter. Kevin wollte das aber 7 Meter groß. Wenn alles gut geht, werde ich mir hier ein Homegym einbauen. Hier nicht. Da sehe ich dein Homegym, Digga. Der Boden ist nass. Ja, hier wird ein Homegym entstehen. Das ist einer der 4 Räume. Hier genau das gleiche. Ein bisschen Krimskram, das ist alles hier noch. Das Haus ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Nicht, dass ihr euch wundert, Kevin, du zeigst uns hier ein halbfertiges Haus. Ja, ich zeige euch hier ein halbfertiges Haus, weil ihr euch das gewünscht habt. Alles fertig haben wir noch nicht, aber ein kleiner Teil. Ich würde sagen, so 40% des Hauses sind schon fertig. Mhm. Hat Kevin Wolter eine Frau, oder? Der hat doch sicherlich einen Partner oder Partnerin. Ne? Muss schon aufpassen. Hier ist auch Krimskram, das sind meine Angeln jetzt momentan. Stell dir mal vor, du bist so ein Einbrecher und du brichst da ein und weißt nicht, dass das Haus von Kevin Wolter ist. Und dann wirst du einfach auseinandergerissen. Ich komme noch in die Garage, weil ich dafür ein extra Angelzimmer habe. Deutsche Dan Bilzerian. Dieses Zimmer kann ich euch leider nicht zeigen. Das ist ein Geheimzimmer. So, dann... Sexraum mit Peitschen. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Wäscheraum.
Mein brand new, mein brandneuer Samsung Wäsche. Nee, keine Werbung. Ja, Trockner. Digga. Hier ist auch noch ein Teil, hier ist auch noch ein Teil von meinem Homegym. Die drei Zimmer vorne werden ausgebaut. Das Zimmer wird auch ausgebaut. Komplett mit Geräten vollgestellt. Mhm. Hier geht's zum Garten. Fitness scheint ihm ja doch wichtig zu sein. Oh, mit Schließriegel. Da kommt keiner so leicht rein. Kevin Wolter könnte diese Tür einfach auftreten. Später. Licht aus. Kein Geld, Strom ist teuer, Mann. Scheiße. Also irgendwas ist mit Kevin heute anders. Genau. Ihr habt euch auch sicherlich gefragt, ey Kevin, das ist doch gar nicht dein Haus auf dem Titelbild. Ja, habt ihr recht, ist nicht mein Haus. Ich möchte das halt einfach nicht zeigen von vorne, weil ich dann einfach wieder nicht meine Ruhe habe. Bin ja extra hier nach Brandenburg gezogen, um ein bisschen mehr Ruhe zu genießen. So, dann starten wir mal mit meinem Fernsehzimmer. Ein eigenes Fernsehzimmer. Digga, der hat so einen Sessel, wo unten so ein Auffangfach für Scheiße drin ist. Wahrscheinlich kann man in dem Sessel scheißen auch. Nichts Spektakuläres. Ah, wild eingerichtet, aber das Sofa gefällt mir. Das ist ein wunderschönes Sofa, Playstation. Das ist mein wunderschöner 2 Meter Fernseher. Gutes Kabelmanagement an der Stelle, muss man sagen. Kabelkanäle braucht man nicht. Bin ich bei dir, Kevin? Ein wunderschönes Hundekörbchen für die Hunde. Macht Sinn, dass die Hunde da reinkommen, ja? Die haben ihr eigenes Hundekörbchen im Wohnzimmer, selbstverständlich. Das ist mein wunderschöner Massagesessel. Oh, nicht schlecht. Passt der denn da rein, ist die Frage. Der beste Massagesessel der Welt. Ich sag keine Namen. Die ganzen China-Scheißdinger könnt ihr vergessen. China-Massagesessel. Alles Müll. Die Originalen, die echten, kommen aus Japan. Die Dinger, Leute. Der hier besorgt's mir jeden Abend. Das ist mit so einer Roboterhand mit Happy End-Funktion. Ja, schön einen wichsen lassen. Von unten kommt so ein Ding in die Prostata. Richtig geil. Mehrmals. Das ist alles noch ein bisschen, wie gesagt, im Umbruch, im Umzug. Das ist mein Esszimmer. Ja, man erkennt halt nichts, ne? Jetzt momentan als Büro umgewandelt, als Büro- und Lernraum. Ja. Hier das wunderschöne neue Buch von mir, Beast, die Kevin Wolter Story. Wir sind Bestseller, Freunde. Bestseller. Geil. Zweifacher Bestseller. Bestseller im Bereich Sport und Erinnerung und im Fitness- und Bodybuilding-Bereich auch Bestseller. Geil. Das kaufe ich mir. Eine Lebensgeschichte, die Kevin Wolter Story in einem Buch. Ja, dann haben wir hier einen kleinen Schrank. Dann haben wir hier meinen Lernbereich. Ich bin gerade bei Havild. Ich mache ja gerade meine Lehrerprüfung. Hier Havild, was macht Kevin? Lehrerprüfung? Was für irgendwas verpasst? Wofür wird der Lehrer? Probe ich mich dann immer aus, wenn ich mal ein paar Minuten Freizeit habe. Sieht aus wie von einem Kind, Kevin. Vielleicht, also. Da lege ich dann richtig los hier, ne? Dann gehen wir mal weiter. So, bisschen verwirrt hier gerade. Oh, Digga, schöne Tür. Dann kommen wir hier. So auf Barock. Das ist so eine alte Jugendstil- oder Barockvilla. Das sieht man vom Schnitt so ein bisschen. Vielleicht hattest du sogar ein zweites Treppenhaus für die Lieferanten. Mein neues... Ach, Jäger, nicht Lehrer, achso. Büro, aka Streamingzimmer, yay! Yay. Denn wir fangen an mit Livestreams, yay! Das ist mein wunderschöner Rechner, yay! Hat mir Case King gesponsert, yay! Vielen Dank an Case King dafür. Ehre. Fehlen noch ein paar Sachen. Neuer Tisch, Richter, Mikrofon, Lautsprecher, alles so Kleinkrampfzeug. Also wirklich ein fettes, fettes Dankeschön, dass die Jungs mir das einfach so zur Verfügung gestellt haben. Case King, Ehre, Kuss. Ja, Alter. Ein paar meiner Uhren. Freeze, nee, Dankeschön. Uhren zeigen wir nicht. Wisst ihr was? Nee. Wir zeigen keine Uhren, ja. Dass Kevin sich eine Ducky One Mini geholt hat, das ist auch wild, ne? Bei seiner Riesenhand. Keine Uhren zeigen. Wenn ihr mehr Uhren sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, Kevin, mach mal ein Uhrenvideo. Oh. Kevin, mach mal ein Uhrenvideo. Dann bewegen wir uns in die Küche. Also diese Effekte verwirren mich mehr, wirklich. Gute Siebträgermaschine da, schön mit Bardruck dahinter. Dort haben wir einen wunderschönen kleinen Hund. Der ist nicht klein. Der gerade nicht rein darf. Weil der sieht einfach nur klein aus, weil du neben dem stehst. Der draußen Bilder sau gespielt hat. Das ist meine Küche. Meine Siebträgermaschine. Ich liebe guten Kaffee und guten... Fühl ich sehr, Digga. Holt euch
Eine gottverdammte Siebträgermaschine. Ich sag's immer wieder, Justin, auch nochmal hier an dich. Hör auf mit fucking Nespresso, Alter. Also, Dicker, das kannst du dir in Wohnmobile oder sowas hauen, aber nicht in deine Wohnung. Hol dir eine anständige Kaffeemaschine. Nespresso, das Ding ist einfach der Wahnsinn. Supplemente, alles dabei. Neo-Subs, ne? ERAs, Kreativ. Mhm. Hier haben wir auch. Hier ist der. Oh, das ist nicht. Das waren keine Süßigkeiten. Kevin. Ah, hier mein Whey. Whey. Protein-Pancakes für morgens. Ab und zu mal schnabuliere ich die Dinger. Das war die Küche. Nichts Wildes, schön, nichts Spannendes. Schön. Dann gehen wir mal in die zweite Ebene. Gerade eine Treppe gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet. Diese Etage ist noch nicht fertig. Hier ist mein momentanes Schlafzimmer. Mit momentan auch noch einem Leihbett. Ich habe mir ein Bett anfertigen lassen. Masterbett. Habe ich auch gemacht bei mir, Digga. Ey, Leute, ich. Die haben jetzt bei mir, scheiß drauf, ich erzähl die Story gleich, was die da schon wieder gemacht haben, Junge, das ist so dumm. Also es ist so, ich würde am liebsten jetzt wieder anfangen zu kotzen. Noch nie hat jemand so ein Bett gehabt, das ist mein voller Ernst. Hier entsteht dann das eigentlich... Das ist einfach Kevin Wolters Gesicht als Bett. Hier Streamingzimmer, da wird der PC stehen, hier hinten wird eine kleine Sitzecke sein, denn wir werden ja natürlich auch Podcasts machen mit Gästen und das hier wird der Podcast. Da komme ich gerne vorbei. Und unten wird dann mein normales Büro bleiben. Wird noch alles umtapeziert hier natürlich, ist noch nicht die fertige Farbe. Hier im Badezimmer. Hier ist jetzt momentan alles noch ein bisschen Kuddelmuddel, weil mein Kleiderschrank ist auch noch nicht fertig, weil ich bekomme ein Kleiderzimmer, ein Ankleidezimmer. Das hier ist das Zimmer von meinem Sohn, wird nur noch umgebaut, kommt natürlich so ein kleines, ist alles bestellt. Hier kommt so ein richtiges Klettergerüst rein, das wird in das Zimmer eingepasst. Also das ganze Zimmer wird ein großes Klettergerüst. Guck mal in den Garten jetzt hier, Leute. Auf. Das hier. Schöne Terrasse hier, oh, guter Grill. Da kommt sicherlich noch ein richtiger Pool rein, oder Kevin? Das bleibt ja so nicht. Das hier ist mein Grill. Weil ich endlich einen Grill habe, benutze ich das Ding fast täglich. Hier ist meine kleine Terrasse. Hier sitze ich dann immer abends und auch tagsüber und chill hier mein Leben. Mhm. Und genieße einfach die Ruhe. Das Vögelgezwitscher. Ja. Und einfach dieses schöne Ambiente, dieses wundertollen Gartens. Mhm. Da kann schöner Garten tatsächlich. Das ist mein wunderschöner Kirschenbaum. Das ist meine Garage für meine beiden Renngefährten. Das wissen ja nicht viele, aber ich habe ja zwei Autos. Und das ist mein brandneuer AMG GT Cabrio. Jedenfalls der von meinem Sohn. Das Auto kennt er eh schon alle. Aber mein wunderschöner AMG GT. 63S. Ich würde die Steine da wegmachen, Digga. Also mit den Felgen über die Steine zu fahren, das kotze. Würde ich nicht machen, Alter. Schönes Auto habe ich auch. Oh. Ah, hier ist mein Bagger. Ich musste letztens ein bisschen was umbuddeln im Garten. Wild, dass dein Sohn sowas hat. Da fahre ich gern mit dem Bagger. Das ist meine Werkstatt. Mit meinen Gartengeräten hier, alles was man braucht für so einen großen Garten, brauchen wir ein paar Gartengeräte. Mhm. Hier ist mein 5000 PS Rasenmäher. Digga, also egal wie groß mein Garten ist, ich werde mir einen Aufsitzrasenmäher kaufen, Punkt. Auch wenn es nur so ein Stück ist, dann drehe ich mich damit im Kreis. Ich will einfach einen Aufsitzrasenmäher haben, ganz einfach. Ich will, dass mein Sohn oder meine Tochter oder wer auch immer, wenn ich dann irgendwen zum Rasenmähen habe, der fährt dann damit. Mit dem Aufsitzrasenmäher, ganz einfach. Hier ist meine wunderschöne Hollywood-Schaukel, wo ich dann auch mal gerne den Abend ausklingen lasse. Raucht Kevin diese Zigarre jetzt noch oder? Mit einer fetten Kohiba. Oder einer kleinen Tüte. Der drogennehmende Kevin. Hui. 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 Ich weiß, die Sonnenbrille wird einige von euch stark nerven, aber ist halt so. Du hast recht. Hier ein kleiner Frühstücksbereich. Hier frühstücke ich dann morgens immer, ist ganz schön. Das ist es, Freunde. Da war eine Plane. Freunde, mein neues Zuhause. Mein Pool. Ah, eine Tüte Proteine. Mein Haus, mein Auto. Schönes Haus, mein Garten, Kevin. Mein Hund. Gönne ich dir von Herzen. Hoffentlich wirst du doch glücklich und ja, Digga, rein, ne? Also rein in die Masse, würde ich sagen.